Yo Freunde, willkommen zu einem neuen Tower of God Video und heute startet ein neues Format, in welchem ich eure Tower of God Fragen beantworte. Aus diesem Grund hatte ich ja bereits im letzten Tower of God Video darum gebeten, eure Fragen in die Kommentare zu schreiben. Also könnt ihr mir auch gerne in diesem Video wieder eure Fragen in die Kommentare schreiben, vielleicht kommen sie dann in einem der zukünftigen Teile vor. Und dann würde ich jetzt, bevor wir reinstarten, sagen, abonniert gerne den Kanal, aktiviert die Glocke und lasst auch sehr gerne eine Bewertung auf das Video da. Ihr kennt das Spiel und dann würde ich jetzt sagen, beginnen wir mit der ersten Frage von Liam. Und zwar fragt er, ob ich denke, dass Rachel für Bam noch immer wichtig ist und wie ich mir das Ende von Tower of God vorstelle. Nach dem Ende von Tower of God habt ihr öfter gefragt und das wird die letzte Frage, auf die ich in diesem Video eingehen werde. Das Ganze wird auch ein bisschen ausführlicher, dementsprechend, das kommt einfach am Ende. Also denke ich, dass Rachel für Bam noch immer wichtig ist. Die Frage zu beantworten ist tatsächlich auch gar nicht so einfach, weil Bam zuletzt selbst sagte, dass er Rachel für das, was sie Kuhn angetan hat, nicht vergeben wird. Danach sagte er noch zu Rachel, dass er alles, was zwischen ihnen ist, beenden will und dieses Mal war es Rachel, die diese Beziehung zwischen den beiden so irgendwie noch am Leben gehalten hat. Oder es zumindest versucht hat. Das Ding ist aber, dass Bam den Standpunkt vertritt, dass er sie nicht verstehen kann. Und aus diesen Worten entnehme ich, dass er sich wünschen würde, sie zu verstehen, nur kann er die ganzen Sachen, die Rachel getan hat, einfach nicht gutheißen. Und das ist so auch der Schlüssel. Rachel hat für Bam noch immer eine wichtige Bedeutung, aber anders als noch in Season 1, sonst würde er sich diese Gedanken eben gar nicht machen. Bam würde sich wünschen, Rachel zu verstehen, nur kann er es aktuell nicht und demnach kann er ihr aktuell zum aktuellen Stand auch unmöglich vergeben. Dennoch ist Rachel für Bam nach wie vor eine wichtige Person, nur halt anders als damals noch in Season 1. Egal wie man es dreht und wendet, Rachel hat für Bam noch immer einen wichtigen Stellenwert und wird diesen vermutlich auch immer haben. Hierbei muss ich auch sagen, ich habe echt Lust bekommen, die Bam-Rachel-Charakteranalyse fortzusetzen. Wer weiß, vielleicht ändert sich mein Standpunkt dann ja sogar nochmal mehr, wenn ich mir die Charaktere nochmal ganz genau unter die Lupe nehme, aber so, das würde ich jetzt erstmal als Antwort geben. Ich denke schon, dass Bam auf jeden Fall noch Rachel als wichtig für ihn empfindet. Also, machen wir weiter mit der nächsten Frage. Und Shiki fragt, wie ich glaube, wird am Ende der Serie so das Stärkenverhältnis innerhalb der OG-Crew sein? Erstmal, sehr interessante Frage. Und ich würde sagen, wir beginnen von unten nach oben. Und erstmal würde ich sagen, wen ich überhaupt zur Liste dazu zähle. Hatz, Rak, Shibizu, Endorsi, Anak, Kuhn und Bam. Ich denke, man könnte auch darüber diskutieren, ob noch wer anders in die Crew gehört, aber das sind jetzt zuerst mal die Personen, die ich ranken würde. Ganz unten und damit der Schwächste, das wird am Ende Shibizu sein. Shibizu hat starke Scout-Fähigkeiten, aber sticht vor allem durch seine Taktiken und generell schlauen Moves hervor. Dennoch, rein kräftetechnisch wird er, denke ich, zwar High-Ranker-Level haben, aber schwächer sein als die anderen. Und bei der nächsten Platzierung habe ich mich schon ein bisschen schwerer getan. Ich habe mich für Hatz entschieden, einfach wegen der Position. Hatz ist Scout und diese sind im direkten Zweikampf in der Regel schwächer als Fishermen. Dennoch haben die Fishermen in der OG-Crew Hatz gegenüber einen Vorteil. Dennoch muss ich sagen, Hatz hat halt verdammt nochmal Potenzial. Durch White könnte er jetzt auch endlich mal wieder ein Power-Up bekommen und ich sehe ihn am Ende auch auf High-Ranker-Level. Womöglich schafft er es sogar in die Top 100, dann sehe ich ihn aber eher im unteren Abschnitt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das es nicht ganz in die Top 100 schafft, aber Hatz wird auf jeden Fall am Ende ein ziemliches Powerhouse werden, was man im Turm auch fürchtet. Als nächstes würde ich Anak nennen, denn Anak hat als einzige indirekte Prinzessin von Zahat auf jeden Fall noch einen wichtigen Stellenwert. Und ich gehe wirklich stark davon aus, dass sie früher oder später nochmal ein ordentliches Power-Up bekommt. Hier wird es auch ein bisschen knifflig, denn ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass sie irgendwann nochmal das Green April wiederbekommt, nur hätte Yuri dann halt auf der anderen Seite kein Schwert mehr aus der Monatsserie. Vielleicht bekommt sie ein anderes, vielleicht spielt es aber auch gar keine Rolle, weil die Schwerter am Ende womöglich gar nicht mehr existieren. Stichwort 135. Ebene, die Schwerter sind ja Teil des Schlüssels und ich könnte mir zumindest vorstellen, dass sie dann auch verschwinden, wenn man die 135. Ebene quasi öffnet. Anak würde ich am Ende dann auch auf High-Ranker-Level sehen, ähnlich wie heute Masheni Zahat. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter mit Endorsi. Und Endorsi ist Anak für mich irgendwie immer so eine Nasenspitze voraus. Nicht viel, aber immer ein bisschen. Dennoch wird sich Endorsi am Ende auch auf einem ähnlichen Level wie Anak einpendeln, spricht auch ähnlich wie Masheni Zahat, würde ich mal sagen. Und jetzt kommen wir zur Top 3 und ich denke, das wird ziemlich interessant, denn mit meiner 3 rechnet man vielleicht erstmal gar nicht. Und zwar ist bei mir Kun Aguero Agnes auf Platz 3, denn ich denke, Kun wird am Ende ein absolutes Powerhouse werden. Ob er Kun Edward wirklich übertreffen kann, ist erst nochmal die Frage. Aber er wird zu 100% ganz oben mitspielen. Und vor allem zeichnet er sich gerade auch durch seine Taktiken aus. Das hat er Bam und Rak weit voraus, aber rein kräftetechnisch sehe ich die anderen beiden auf jeden Fall vorne.
Und zwar ist Rack als der Native One bei mir ganz klar Platz 2. Ich habe das Gefühl, dass Rack am Ende der Serie alle 5 Elemente vereinen wird und dann ist er wirklich eine verdammte Maschine. Rack wird nämlich einfach zum Avatar. Beispielsweise besitzt Evankel vermutlich die Fähigkeiten über das Element Feuer und wir sehen schon, Evankel ist aktuell ein Monster. Aber Rack wird am Ende safe stärker als Evankel sein. Und das, wenn ihr mich fragt, alleine schon mit seinen Steinfähigkeiten. Nur denke ich jetzt, dass Rack sogar alle 5 Elemente haben und damit zum Ursprungs-Native One werden wird. Und in dem Fall wird Rack auf einem komplett anderen Level sein. Sahat hat damals versucht, die Native Ones auszulöschen, vermutlich weil er ihre Stärke und ihr Potenzial gefürchtet hat. Nehmen wir mal an, diese waren ungefähr auf Evanke-Level, dann waren sie zwar starke Gegner, aber für Sahat keine wirkliche Bedrohung. Und entsprechend denke ich, dass Sahat sich davor gefürchtet hat, dass jemand alle 5 Fähigkeiten in sich vereint, denn dann würde sie wirklich gefährlich selbst für einen Sahat werden. Und diese Person wird, denke ich, am Ende Rack sein. Damit könnte Rack eine vergleichbare Stärke zu den Guardian entwickeln. Er wäre zwar vermutlich nach wie vor Regular, aber würde diese Begrenzung wegfallen, denke ich, dass er fast auf einer Stufe mit den Guardian stehen könnte. Oder zumindest nur knapp schwächer wäre. Sprich, er könnte sich ungefähr auf Sahat/Urek Level einpendeln und das wäre halt wirklich komplett krank. Stellt euch einfach mal vor, Rack auf Urek Masino Level. Wäre schon ziemlich wild, aber man muss auch sagen, der Ausgleich wäre halt so, dass Urek und Sahat nach wie vor irregular sind und somit hätten sie Rack gegenüber nach wie vor Vorteile. Heißt also, Rack wäre auch nicht zu OP, aber halt schon ein ziemlich, ziemlich krasses Powerhouse. Und dann haben wir auf der 1 die 25. Nacht, aka Juvial Grace, aka, okay, reicht auch, wir haben auf jeden Fall Bam auf der 1. Und warum haben wir Bam auf der 1? Nun ja, es ist halt Bam und ich denke, dass Bam am Ende... Ja, was wird Bam am Ende? Lass uns mal den Übergang machen und über die nächste Frage sprechen. Und zwar, was wird am Ende von Tower of God passieren? Und ich sag euch ganz ehrlich, was am Ende der Serie Tower of God passieren wird, weiß ich nicht. Da gibt es für mich viel zu viele Möglichkeiten. Über sowas könnte man ausführlich im Stream spekulieren. Aber wisst ihr, dafür habe ich eine Idee, was am Ende des Tower of Gods auf einen wartet. Und ich denke auch, dass diese Möglichkeit sehr, sehr realistisch ist. Und zwar wissen wir, oder so habe ich zumindest verstanden, dass außerhalb des Tower of Gods Achsen keine wirkliche Rarität sind. Und Achsen sollen eben vergleichbar mit Göttern sein, da sie eben ihr Achsenfeld haben und in dem quasi eine Art Gott sind. Dennoch, ein wirklicher Gott wäre nochmal eine Nummer stärker. Aber vergleichbar sind sie dennoch. Abgesehen davon wissen wir auch, dass man nicht als Achse, sondern als normales Lebewesen geboren wird. Anschließend kann man dann aber zur Achse werden. Phantominum zum Beispiel ist eine der 5 stärksten Achsen, die es gibt, und er hat eben Interesse am Tower of God. Warum aber sollte er Interesse am Tower of God haben? Dafür gibt es meiner Meinung nach nur eine logische Antwort, und zwar wird die Person, die die Spitze des Turmes erreicht, zu einer neuen Achse oder sogar zu einem noch höheren Wesen, also vielleicht zu einem wirklichen Gott. Dafür gibt es tatsächlich auch einige Hinweise, erstmal eben Phantominum selbst. Warum sollte eine Achse Interesse am Tower of God haben? Er möchte eben, dass eine neue, mindestens sehr mächtige Achse geschaffen werden kann, um zum Beispiel den Kampf zwischen den Achsen zu beenden, da sich die Achsen eben hart gegenseitig bekämpfen. Dann haben wir auch noch die Guardian, die allesamt eine Art Achsenfeld besitzen, beziehungsweise denke ich, dass eine sehr mächtige Achse den Turm erschaffen hat und die Guardian quasi sein Achsenfeld erhalten und kontrollieren. Das Achsenfeld wird auch nicht direkt von den Guardian kommen, da zum Beispiel auf dem Floor of Death noch immer Shinsu ist, nur dieses halt nicht wirklich kontrolliert werden kann. Spricht also dafür, dass die Guardian ein vorhandenes Shinsu-Feld am Leben halten und dieses vorübergehend kontrollieren. Sie haben also so eine ähnliche Funktion, eine ähnliche Kraft wie auch Enryu. Denn Enryu selbst kann ja das Shinsu unabhängig von den Guardian benutzen. Er benutzt also quasi ein fremdes Achsenfeld. Und nein, Enryu benutzt nicht sein eigenes Achsenfeld, weil Enryu keine Achse ist. Das hat Sio uns bereits bestätigt. Und demnach ist es auch wahrscheinlich, dass am Ende des Towers die Achse, die den Turm erschaffen hat, wartet. Vielleicht ist diese auch schon tot oder zumindest nicht bei Bewusstsein, was eben erklären würde, warum es die Guardian sind, die den Turm verwalten. Bam würde also diese Achse absorbieren und somit zu einer sehr mächtigen Achse werden. Nur gibt es in diesem Fall 2 Probleme, die uns aber tatsächlich dem Ende der Serie näher bringen. Einmal wissen wir, dass es eigentlich keinen Sinn ergibt, wenn man eine andere Achse erst absorbieren müsste. Da wir nun mal wissen, es gibt ziemlich viele Achsen und irgendwo muss ja auch der Ursprung gewesen sein. Heißt also, es muss eine Möglichkeit geben, eine Achse zu erschaffen, ohne eine andere zu absorbieren. Des Weiteren würde Bam dann ja nur in Anführungszeichen die Kraft der vorherigen Achse erhalten. Natürlich, er hätte dazu noch seine eigenen Kräfte, aber ich denke, das würde noch nicht ganz ausreichen, um eine so mächtige Achse zu werden, wie es gewisse Personen wie zum Beispiel Phantominum und Enryu sich erwünschen.
Und jetzt wird es ziemlich heftig. Der ganze Tower of God hat nur die Aufgabe, eine neue, geeignete Achse heranzuziehen. Mehr nicht. Die Menschen im Tower wurden erschaffen, um diesen Prozess möglichst gut zu garantieren. Vor allem auch, um die auserwählte Person stark genug zu machen. Abgesehen davon wollen die Achsen, die Interesse am Tower of God haben, auch, dass die Person eben das richtige Mindset hat. Wir sehen zum Beispiel, dass Haddon eine Person möchte, die seinem Ideal entspricht. Und auch die Guardian stellen Prüfungen, die eine Person in eine bestimmte Richtung bringen. Sie testen quasi, ob eine Person würdig ist, zur Achse zu werden. Der erste Auserwählte war hierbei König Zahad, damals noch Abenteurer Zahad. Als Zahad dann aber erfahren hat, was es bedeutet, eine Achse zu werden, hat er sich stattdessen dazu entschieden, zum König zu werden und eine Gesellschaft im Turm zu erschaffen. Und das ist hier der Schlüsselpunkt. Zahad bleibt also im Turm und erschafft eine Gesellschaft für die Lebewesen im Tower. Er sorgt dafür, dass niemand es schafft, den Turm bis ganz zum Ende zu besteigen. Und jetzt überlegen wir mal ganz logisch. Warum sollte ein Abenteurer wie Zahad es ohne jeglichen Zweifel war, aufhören, den Turm zu besteigen? Alleine schon, weil Alin und wir den Turm weiter besteigen wollten, sehen wir schon, es wäre möglich gewesen. Also wird es wohl kaum daran gelegen haben, dass die Gruppe irgendwie zu schwach war. Der Grund war also ein anderer. Wir haben gerade schon gesagt, dass die Guardian den Auserwählten testen. Was wäre also, wenn der Guardian der 134. Ebene Zahad verraten hat, was ihm am Ende des Turmes erwartet? Zahad erfährt also, dass er eine Achse werden soll und er erfährt, wie er eine Achse werden soll. Und jetzt erinnern wir uns nochmal daran, warum die Lebewesen im Turm erschaffen wurden. Sie wurden erschaffen, um wiederum eine neue Achse zu erschaffen. Sobald es soweit ist, werden sie also überhaupt nicht mehr benötigt. Und wie bekommt man am besten die Energie, die Kraft, die benötigt wird, um eine so mächtige Achse zu erschaffen, wie es die anderen Achsen, wie zum Beispiel Phantaminum, wollen? Die Antwort ist simpel: durch eine Opfergabe. Spricht also, um eine Achse zu werden, soll man jedes Lebewesen im Turm absorbieren. Also alle Regular, alle Guardian und schließlich auch die Achse, die den Turm selbst erschaffen hat. Somit könnte eine neue Achse geboren werden, die wirklich einem Gott nahe kommt. Und wisst ihr, diese Möglichkeit wäre aus sehr vielen Winkeln perfekt. Denn es würde einmal erklären, warum Zahad zum König wurde und ihn gleichzeitig zu einer Art Held machen, weil er sich quasi geopfert hat, um so gut wie alle anderen Lebewesen im Turm zu retten. Das würde Zahad für mich zu einem der besten Antagonisten überhaupt machen. Gleichzeitig würde das Ende dadurch sehr dramatisch werden und der Zuschauer weiß nicht so recht, ob er sich nach wie vor auf Bams Seite stellen soll. Abgesehen davon würde es perfekt ins Konzept des Towers passen und es würde auch in Bezug zu Sios Worldbuilding komplett Sinn ergeben. Und abschließend gibt es noch einen weiteren Aspekt, den ich an dieser Idee ziemlich cool finde. Und zwar wissen wir bereits, dass es möglich ist, durch Opfergaben in Tower of God sehr viel stärker zu werden. Das Stichwort ist hier nämlich White, bzw. Hoakin. Ariohorn hat uns gesagt, dass White die Kraft von einem Dämonen hat. Er kann Seelen absorbieren und diese sich selbst einverleiben. Spricht also dasselbe Konzept wie auch durch Opfergaben, um eine Achse zu werden. Nur bei White halt ein paar Nummern kleiner. Und wer hat sich bereits ebenfalls Seelen einverleibt und wird bald lernen, diese Kraft zu benutzen? Richtig, Bam. Ihr seht also, es würde alles zusammenfließen und perfekt Sinn ergeben. So könnten zum Beispiel auch die Worte von Garrim erklärt werden und ihr merkt schon, es würde einfach perfekt ins Bild passen. Also, lasst mich sehr gerne wissen, was ihr von dieser Idee haltet. Hat euch das vielleicht überzeugt? Habt ihr noch andere Ansichten zum Ende? Wie stellt ihr euch das Ende vor? Schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Und dann würde ich jetzt sagen, hier kommt ihr noch zu weiteren Videos. Könnt den Kanal auch gerne abonnieren. Ciao und bis zum nächsten Mal.